Und warum müssen wir die Welt retten? Ja, wir sind ja nur Deutschland und das sind doch nur 2% der CO2-Emissionen der Welt. Dann ist schon alles gut. Das wird eben viel, 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 viel weiter gehen. Das ist ja so krass, davon hätte ich ja nie gedacht. Ich nehme mich da gar nicht aus, dass die Gesellschaft das nicht akzeptieren wird. Guten Morgen, hier ist wieder Julian, es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für die Worte zum Freitag. Die kleine Serie, in der ich jeden Freitag meine Gedanken zum Thema Energiewende, Klimaschutz und drumherum mit euch teilen möchte. Es gibt kein Thema wahrscheinlich neben Covid, was im Moment so sehr durch die Presse geht. Jeden Tag, gefühlt jede Stunde gibt es wieder irgendeine neue Nachricht zum Thema Klimaschutz, Klimaschutzgesetz, Urteil, Bundesverfassungsgericht und so weiter und so fort. Gestern ist auch ein Entwurf für das neue Klimaschutzgesetz veröffentlicht worden. Es gab eine Ad-Hoc-Mitteilung vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Muss mal meinen Hund jetzt herankommen. Es gibt ein Klimapakt-Dokument von der Bundesregierung, in dem die ganzen Ziele, die man sich jetzt gesteckt hat, formuliert sind und schon ein bisschen aufgeschrieben sind. Ziele, Maßnahmen müssen noch kommen. Es soll ein Sofortpaket kommen. Also es geht wirklich rauf und runter an dieses Thema. Und das zeigt eigentlich, wie dringend und wie wichtig das ist, das umzusetzen. Man kann sich natürlich trefflich die Frage stellen, warum das nicht alles schon vorher passiert ist. Aber das möchte ich jetzt irgendwie gar nicht diskutieren, sondern was mir so in den letzten Tagen durch den Kopf geht, ist, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft, wenn uns allen, also auch denen, die sich ja schon wirklich seit langer Zeit für das Thema interessieren und sicherlich auch schon vieles umgesetzt haben und das ein oder andere auch schon wirklich erreicht haben. Aber wenn uns allen deutlich und klar wird, was das eigentlich alles für uns bedeutet. Wenn ich mich hier so umgucke, dann gibt's hier alle möglichen Geschäfte, zum Beispiel Dönerladen und einen Asialaden. Und hier ist ein Einkaufsmarkt. Ich bin hier 5 Minuten von meinem Wohnhaus entfernt. Und da hinten gibt's einen Küchenladen und da gibt's alles Mögliche. Und wenn ich mich nur hier in diesem kleinen Bereich hier umgucke und mir so durch den Kopf geht, was alles sich ändern wird und was alles anders werden wird, wenn wir wirklich diese Ziele ernst nehmen, die dort formuliert sind, dann muss man so ein bisschen Sorge haben, dass die Gesellschaft das nicht akzeptieren wird, weil es einfach höchstwahrscheinlich, ist zumindest meine Prognose, sehr, sehr starke Einschränkungen und Veränderungen vor allem, Einschränkungen vielleicht, ja, wahrscheinlich auch, aber vor allem eben auch Veränderungen in unserem Lebensalltag geben wird. Ich muss mal die Straßenseite kurz wechseln, die wir uns wahrscheinlich heute so noch gar nicht vorstellen können und mit denen sicherlich ganz, ganz viele Menschen, und ich nehme mich da gar nicht aus, wahrscheinlich früher oder später sagen werden so, boah ey, muss das jetzt wirklich so sein? Das ist ja so krass, davon hätte ich ja nie gedacht. So im Sinne von, ich habe gedacht, wenn ich einen Ökostromvertrag abschließe und mir ein Fahrrad hole oder ein was weiß ich meinetwegen noch die Heizung tausche und nicht mal mit Plastiktüten zum Einkaufen gehe, dann ist schon alles gut. Und das ist eben nicht der Fall. Das wird eben viel, 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 viel weiter gehen, als wir uns das alle wahrscheinlich im Moment vorstellen können. Und ich habe echt Sorge davor, dass wir vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung, wenn die CO2-Bepreisung, so wie angekündigt ist, angehoben wird, möglicherweise so ähnlich wie in Frankreich, tatsächlich mit sowas wie so einer Art Gelbwestenbewegung in Deutschland rechnen müssen, wenn bestimmte politische Gruppierungen massiv Stimmung machen werden, wenn wir die immer gleichen Argumente hören werden, von wegen, ja, wir sind ja nur Deutschland und das sind doch nur 2% der CO2-Emissionen der Welt und was können wir schon ausrichten und warum müssen wir die Welt retten und dann wird das Benzin um 10 Cent teurer und nochmal um 10 Cent teurer, weil das ist ja alles das, was kommen wird. Guckt euch einfach nur mal an, wie die Preise für die europäischen Emissionszertifikate in die Höhe schießen. Die liegen jetzt inzwischen bei über, müssen wir mal so ein bisschen hier auf den Hund gucken. Okay. Komm mal, weiter hier. Dann werden diese Preise in die Höhe schießen. Die sind in die Höhe geschossen, die werden weiter in die Höhe schießen. Man spricht davon bis zu 100 Euro pro Zertifikat, also pro Tonne. Was das alles bedeuten wird, ist völlig klar. Also Strom, Öl, Benzin, Gas, alles das wird teurer werden. Heizen für Mieter wird teurer werden. Okay, das ist jetzt angekündigt, dass diese Mehrkosten zu 50% von den Vermietern getragen werden. Naja, aber die werden sich das nicht irgendwie aus den Rippen schneiden. Also es wird, egal in welchem Bereich du nimmst, es wird dramatische
Veränderungen geben und es wird viel, viel Unruhe geben. Und ja, das macht mir in dieser Woche irgendwie so ein bisschen Gedanken und das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Vielleicht steckt auch eine große Chance drin, jetzt mal wirklich auch diese Corona-Krise als Anlass zu nehmen und zu sagen, wir haben hier erfahren, dass wir es nur schaffen, wenn wir alle gemeinsam etwas tun. Aber ihr habt es ja, ihr wisst es ja selber, ich bin jetzt mal ein bisschen provokant und sage, dass es für viele Leute schon nicht mehr nachvollziehbar ist, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sie das nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen. Was passiert dann eigentlich erst, wenn man diesen Menschen sagt, ihr könnt nicht mehr mit dem Flugzeug in die Dominikanische Republik fliegen? Ich überspitze wie immer so ein bisschen, aber das gehört zu solchen Videos einfach dazu. Und ich frage mich das natürlich selber. Und ja, sobald es diese Einschränkungen gibt, weil eben zum Beispiel die Preise für solche Sachen extrem ansteigen, da wird es diese Probleme geben. Und dann kommen natürlich die ganzen Lobbyisten aus allen Ecken und Enden rausgeklettert. Dann kommt die Reisebranche, dann kommt die Autobranche, dann kommt die was weiß ich was Branche und jeder wird sagen, bei uns nicht. Und das müssen wir irgendwie alles anders machen und die anderen müssen mehr leisten und dann fängt man an, wieder auf andere Länder zu zeigen. Ich wiederhole mich jetzt. Also das ist letztlich das, was mich in dieser Woche irgendwie gedanklich sehr beschäftigt. Ich bin da nicht pessimistisch, aber ich denke, wir werden da noch viel, viel vor uns haben. Es ist eine Generationenaufgabe. Ich glaube, es ist uns allen, denke ich, klar geworden, was in den letzten 10, 20 Jahren alles versäumt wurde, was wir jetzt aufholen müssen. Und wenn man sich überlegt, was wir jetzt aufholen müssen, aufgrund dieses Urteils bis in die 20, ja, bis zu 2030, dann will man sich gar nicht vorstellen, was hätten wir eigentlich aufholen müssen, wenn wir bis 2030 so weitergemacht hätten, wie es bisher geplant war. Jetzt hat mich mein Hund hier eingewickelt. Ich muss mir mal die Leine über den Kopf ziehen. Und wie gesagt, selbst die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, da gibt es ja eine Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, selbst diese Maßnahmen, die reichen nicht aus, um das CO2-Budget unseres Landes überhaupt nur einzuhalten. Das heißt also selbst, dass die aktuell geplanten neuen Maßnahmen, das neue Klimaschutzgesetz, was kommt, immer noch nicht ausreicht, um das eigentlich einzuhalten, was man eigentlich beschlossen hat. Ihr merkt, ich hoffe, es ist klar geworden, was mir durch den Kopf geht. Ja, ich bin gespannt auf eure Meinungen, eure Reaktionen dazu, eure Kommentare dazu. Würde mich super freuen, wenn ihr es mal hier auch in die Kommentare zu diesem Video reinschreibt. Einfach nur die ein oder andere Zeile dazu. Würde mich echt freuen. Lasst uns ein bisschen drüber diskutieren. Das soll es auch schon gewesen sein. Ein ganz kurzes Wort zum Freitag. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Freitag noch, den ihr jetzt noch hoffentlich vor euch habt und ein schönes Wochenende. Und ja, wir sehen uns hoffentlich am Sonntag wieder zur Talkrunde mit Steve. Freue ich mich sehr drauf. Macht's schön. Bis bald. Ciao, ciao.